Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Euse Mods 8. Wir müssen hier einmal nachgucken, was für ein Terminal wir da jetzt eigentlich für brauchen. Das hier? Das sind die ganzen Tunnel. Oder den? Interface. Wo brauchen wir das Interface dafür? Ah ne, das ist für Pattern. Oh, ja. Oder muss da erst was rein, damit wir das sehen können? Ich weiß das gar nicht. So, einmal Energie habe ich jetzt schon mal angestellt. Einmal die ganze Reihe lang. Außer die Sink, die braucht natürlich keine Energie. Aber das funktioniert auch schon mal. Das ist jetzt hier gerade, ja, das Hydrogen. Dann könnten wir mal gucken. Wir brauchen hier auch noch. Aber was ist das? Was brauchen wir da? Das muss Insert sein, ne? Also es muss reingehen in dem System. Da muss ich mal 3000 Mal überlegen, wie, was, wo. Weiß ich nicht, geht das auch damit? Export oder Import? Machen wir mal Import. Import. Und dann machen wir. Warte mal, dann können wir den ja eigentlich wegmachen. Weil der hat ja dann hier schon. Ach so. Ah, okay. Und den machen wir jetzt nochmal in Insert. Das heißt, das müsste ja dann eigentlich klappen. Ja, das scheint wohl zu klappen. Okay, ich hoffe, das klappt dann auch so. Aber wir können das ja mal ausprobieren. Wir können das ja mal. Warte mal, welcher ist es davon? Wo haben wir denn hier Hydrogene? Hydrogene, also das ist der hier. Herstellen Hydrogene. Dann gucken wir mal eben kurz, ob das klappt. Chemical herstellen Hydrogene. Das heißt, wir müssen den hier haben. Wir müssen Gas extern haben. Und wir wollen das gerne hier rein haben. Oder ist Hydrogene jetzt wieder. Nee, Hydrogene müsste eigentlich ein Gas sein, richtig? Okay, anscheinend scheint das aber ja nicht zu klappen. Es ist ja ein Gas. Es ist ein Gas, ja. Oder müssen wir da jetzt Filter reinmachen, damit wir wissen, okay, wir müssen hier nur Hydrogene und was auch immer hier rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ah, da kommt, glaube ich, noch Oxygene bei raus, ne? Oder vielleicht ist das auch der Import. Muss das Export sein? Muss das Export sein? Ich weiß das immer nie. Ich kann mir das immer nie merken. Mir das nie merken. Warte. Dann machen wir das mal mit Export oder ist das tatsächlich nur für Items? Wahrscheinlich, weil wir das jetzt gerade umgestellt haben. Nee, ist immer noch Import.
Gas, Insert. Reaktion ignorieren, Filter. Anscheinend geht das nicht. Warum geht das nicht? Oder vielleicht geht das schon und Chemical Storage. Aber irgendwie muss man das ja da reinkriegen. Mana PS2 Tunnel vielleicht. Bei Mana bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich bin mir eigentlich überall überhaupt nicht sicher. Aber die packen wir jetzt mal alle nach oben. Vielleicht gibt es da ja auch denn diesen Chemical Teil davon. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, man muss das voll kompliziert machen und dann muss ich mir erstmal ein Tutorial angucken. Energieabsortator, Interface, Item, Fluide, Energie, Light. Okay, aber hier ist nichts für Chemikalsachen. Ach du meine Güte. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Ach du Kacke. Okay, der muss auf jeden Fall weg. Und dann müssen wir. Den Mana brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht, aber Fluide müssen wir anbringen. Den Expo-Bus brauchen wir jetzt gerade nicht. Mana brauchen wir jetzt auch nicht. Und Chemiker müssen wir anbringen. Oder nicht hüpfen. Nein! So. Das heißt also, wir müssen ja den da anschließen. Den müssen wir anschließen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt das Feld ist. Ich sag ja, wir müssen im Moment. Müssen wir gerade erstmal gucken. Jetzt haben wir hier zwei. Ja. Warte. Können wir die hier irgendwie umbenennen? Fluid. Fluid. Und können wir den jetzt umbenennen? Ah, der heißt dann genau gleich. Ja, super. Also das heißt, eigentlich müssten wir den hier extra anschießen. Warte mal. Nee, wir brauchen Connector. Dann können wir den nämlich auch umbenennen. Was war das jetzt? Fluid, ne? Fluid. Dann können wir den nämlich auch sagen, hier, pass auf. Fluid. Und Chemical. Ich hoffe, das klappt denn noch mal so. Das wäre echt nice. Chemical. Ja. Aber es bleibt drin. Ja. Können wir da denn... Oder müssen wir hier tatsächlich einen Filter reinmachen? Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Da müsste ich nochmal nachgucken bei diesem ganzen M-System, ob das so anscheinend richtig ist oder nicht richtig. Oder überhaupt das, oder ob das überhaupt geht, dass wir das da irgendwie rein und wieder rauspumpen können. Das wird ja wahrscheinlich dann die ganze Zeit laufen. Und wir brauchen sehr viel Strom. Sehr viel Strom. Und wir machen da eine Kreativzelle hinten rein. Aber das wollte ich eigentlich eher vermeiden. Also Strom hat ja alles geklappt.
Also das heißt, das funktioniert ja. Und das war auch der? Ja, okay, das war der. Warte. Den müssen wir auch noch umschalten. Fluide, ja gut, Fluide müssen wir dann ja auch von oben machen. Input. Energie ist überall Input. Aber wir müssen ja auch noch Output haben. Aber anscheinend funktioniert das ja auch nicht. Warte mal, was ist denn blau? Blau wäre ja Hydrogen. Blau wäre Hydrogen. Alles klar. Blau wäre Hydrogen. Aber anscheinend funktioniert das ja nicht. Und was ist, wenn wir das alles auf Non machen? Funktioniert anscheinend ja auch nicht. Eine Tonne. Das ist eine Menge. Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Vielleicht ist ja das Problem. Ich meine, das könnte man notfalls auch noch sagen, hier gebe zur Seite. Aber wir wollten das ja eigentlich so machen, dass wir das ja alles produzieren und ins ME-System einspeichern sollte. Okay, so scheint das wohl zu funktionieren, aber der stellt natürlich nicht genügend her. Ach, nicht mal ansatzweise. Und wenn wir jetzt nun sagen, Hydrogen brauchen wir jetzt wofür? Für den hier vorne? Hydrogen? Warte mal, wofür brauchen wir jetzt denn Hydrogen? Ja, aber wofür brauchen wir Hydrogen? Für den Injektor. Für den hier. Injektor. Warte mal. Dann probieren wir das mal anders. Dann probieren wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Dann wissen wir, ob das an einem ME-System liegt oder ob das an dem Gas direkt liegt. Ach nee, Hydrogen. Doch. Also, dann müssen wir jetzt gucken, welcher ist das? Chemical Infuser. Chemical Washer. Chemical Infuser. Hier machen wir Export und wir müssen das Injektor war das, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache. Das war ja jetzt Injektor Factory, alles klar. Nein, da. Injektor Factory. Hier müssen wir das dann machen, dass das Insert ist. Okay, anscheinend scheint das gar nicht zu funktionieren. Oder wir müssen da tatsächlich zwei ran machen. Dass man jetzt sagt, okay, pass auf, hier die Gase, die kommen oben raus.
Output. Blau. Output blau, okay. Aber das scheint ja auch nicht zu funktionieren. Einfach mal von. Nein, das funktioniert. Nice. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das hier kriegen. Also Oxygen. Oxygen wäre denn, wenn wir das jetzt nur sagen, okay. Ah, okay, das hat funktioniert. Gut. Wir können die mal anmachen. Ah, das ist Oxygen. Okay. Und dann müssen wir aber richtig. Oh, Mann. Ja, aber dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Angriffsfläche davon. Da muss mich jetzt das Oxygen raus. Also Elektrolyte Separator. Den haben wir wie benannt. Alles klar. Der muss jetzt hier. Der hat Export und muss dann aber in den hier rein, richtig? Pushring. Pushring. Push. Puff, 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 muss da injekt sein. Dann müssen wir zusehen, dass wir das Gas oben rauskriegen. Und das ist auch noch anders. Ah, ja, es funktioniert. Halleluja. Also das heißt, es liegt tatsächlich am ME-System. Also muss ich mir nochmal ein Terminal angucken. Ja, ich muss mir unbedingt ein Terminal angucken. Also das heißt, wir können das nicht einspeichern. Was ich doof finde. Ich finde das richtig doof. Und dann muss ich auch nur zusehen, wo ich denn die ganzen Teile reinkriege hier. Wasser. Ja. Aber Wasser ist, glaube ich, eher weniger das Problem. Aber dafür brauchen wir erstmal Fluide. Fluide. Create. Da müssen wir sagen, hier muss das extern sein. Und ist das jetzt der Chemical Infuser? Nee, das ist der Separator. Separator ist das. Also der hier. Separator. Da muss das rein. Was anscheinend auch nicht geht. Ah, jetzt geht's. Alles klar. So. Ah, der ist damit durch. Okay. Achso, Oxygen läuft gerade. Und dann müssen die Items ja auch noch von da nach da geschleust werden. Wo ich da tatsächlich am Überlegen bin, ob das nicht einfacher geht irgendwie. Aber der stellt absolut nicht genug her. Ja. Hat man da nicht irgendwie Energie, Speed? Dass man da irgendwie mehr. Okay. Das funktioniert also nicht. Okay, also Wasser und Dings kommen da rein. Gar kein Tumor. Aber dann funktioniert das tatsächlich mit dem ME-System nicht, was mich gerade echt ankotzt. Da muss ich noch mal gucken, wie das denn geht oder ob wir da
Ja, lieben, das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.